Hallo zusammen, heute wollen wir uns mal zum Jahresendspurt einem Thema widmen, was wir immer mal wieder häufiger zu hören bekommen, nämlich wie kann ich eigentlich mein Jahresgespräch für mich als Product Ownerin oder Produktmanagerin nutzen. Und dazu hat uns Thomas nicht nur ein paar Insights mitgebracht, sondern auch ein konkretes Beispiel. Ah ja, super. Machen wir. Perfekt. Vielleicht fangen wir einfach mal an, so wie, was sind so die Hauptkomponenten, die wir betrachten wollen, wie so ein Jahresgespräch abläuft. Und es sind eigentlich im Prinzip drei Dinge. Ja, normalerweise schaust du einfach zurück aufs letzte Jahr. So, was ist gelaufen, wie war es? Und damit verbunden ist eigentlich eine Beurteilung, wo du stehst. Ja. In deiner Karriereentwicklung, in deiner Entwicklung, genau. Ja, und dann das Dritte ist der Blick nach vorne, ja, was kommt, was sind die Ziele, wo wollen wir hin? Ja, und das sind so die drei großen, ja, die wichtigsten Blöcke. Ja. Das ist ja jetzt eigentlich erstmal wahrscheinlich wahr für die meisten Jahresgespräche. Ne? Ja. Die Frage, die ich mir jetzt so ein bisschen stelle, wenn du sagst, wir gucken zurück, ja, was sind denn so die Dinge, auf die man, also was wir so gesehen haben, wo im Endeffekt Product Leadership typischerweise drauf schaut? Ja, wir waren vor kurzem ja auch gemeinsam bei einem Product Tank hier in München und da war der VP Product von Personio eben auch da und der hat ein bisschen erzählt, wie sie das machen. Ja. Hallo Alex übrigens. Ja, hallo Alex. Und vielleicht erzähle ich einfach mal davon, weil ich glaube, das ist relativ ähnlich. Ja? Also es gibt einfach eine Beurteilung und also bei Personio haben sie es eben so gemacht, dass sie die Product Manager Rolle in verschiedene Dimensionen unterteilt haben. Ja? Das ist Leadership, Customer and Market Insights, dann, jetzt muss ich kurz spicken, Product Strategy und Execution, Product Execution. Ja. Das sind sozusagen die vier Felder, wo sie sagen, okay, da wollen wir die Menschen eben weiterentwickeln und daran wollen wir sie messen. Ja. Und die vier Felder sind dann eben nochmal unterteilt. Ich glaube, die hatten jeweils drei, also es waren es dann insgesamt 12 Felder. Und das ist dann sowas wie bei Execution ist es dann Delivery, Release Management und Definition war es, glaube ich. Ja. Also so kann man sich das vorstellen, dass das eben so eine Baumstruktur ist. So, und die Struktur ist jetzt eben in jedem Unternehmen auch ein bisschen verschieden, aber ihr werdet bei euch ziemlich sicher auch so eine Struktur haben und das ist eigentlich, die Inhalte sind verschieden, ja, aber ich denke, das ist auch in anderen Positionen relativ ähnlich. Ja. Und warum ist es wichtig für dich jetzt als Product Owner? Ja, du willst natürlich verstehen, so, an was wirst du eigentlich gemessen? Was ist deiner Firma vielleicht auch wichtig? Ja, und typischerweise ist es eben so, dass für die verschiedenen Positionen, ja, Junior, dann eben PO, Senior und dann eben die verschiedenen Leadership Levels, musst du eben in den verschiedenen Dimensionen eben auch dich selbst verbessern. Mhm. Ja. Und das ist eigentlich so das Wichtigste. So, ja. Ich meine, das ist immer ein Gradmesser, das ist eine Beurteilung. Jetzt kann man sagen, so, okay, die Beurteilung hat irgendwie ein bisschen eine Unschärfe. Mhm. Ja, aber ich denke, es gibt einen klaren Unterschied zwischen einem Junior und einem VP Product. Ja. Und für dich als Produktmanager ist halt eigentlich entscheidend, dass du dich selbst irgendwie weiterentwickelst. Mhm. Ja, dass du wirklich selbst vorankommst. Ja, und ich denke, mit dem eigenen Level an Wissen, Erfahrung und Kompetenz wird eben auch, ja, dein Level in der Firma, ja, und ja, dein Gehalt, deine Position, alles eben auch steigen. Also es geht wirklich darum, auch dich selbst weiterzuentwickeln. Also, verstanden. Das heißt also, ich muss eigentlich verstehen, woran die Firma mich misst. Ja? Ja. Bevor wir jetzt drauf kommen, wie ich dann wirklich im Jahresgespräch agiere, einfach noch vielleicht eine Sache, die ich noch kurz zur Diskussion stellen möchte, weil du hattest ja gerade gesagt, okay, wahrscheinlich hat deine Firma das. Mhm. Ja? So ein Beurteilungsframework. Was ist denn, wenn wir es nicht in der Firma vorfinden? Ja? Ja, noch viel besser. Ich meine, es kann ja gut sein, dass es eine sehr kleine Firma gibt, ja, oder kleine Firmen haben das vielleicht noch nicht, die haben sich da noch nicht so Gedanken drüber gemacht, ja. Dann, ja, stell einfach mal sowas für dich selbst auf oder arbeite das mit deinem Chef und sagst, okay,
Wie beurteilst du mich? Wie siehst du das? Ja, wie komme ich denn wirklich voran? Ich meine, das Jahresgespräch ist ja auch für dich eine Möglichkeit, wirklich die Ziele oder nach vorne, ja, eben auch Dinge wirklich für dich, ja, für dich rauszuarbeiten, wo du wirklich hin willst, ja, Ressourcen für dich auch zu akquirieren, um deine persönlichen Ziele eben auch zu, ja, voranzubringen. Ja, von dem her ist das eine gute Möglichkeit. Wenn es das noch nicht, gar nicht gibt, dann denke ich mal, dass es eine sehr, sehr kleine Organisation ist. Mhm. Und dann ist ja noch einfacher. Dann kannst du einfach sozusagen mit einem Vorschlag reingehen und mit deinem Chef eben, Chefin diskutieren so und sagen so, okay, pass auf, ich denke, hier und da müssen wir besser werden und einen Vorschlag eben unterbreiten. Mhm. Und wie sieht das dann konkret aus? Also ich habe jetzt vielleicht, entweder es gibt schon was, woran ich gemessen werde, oder ich kann mir das vielleicht zusammen mit Product Leadership überlegen, woran ich mich messen lassen möchte. Und wie sieht es dann typischerweise aus, wenn ich jetzt in so ein Jahresgespräch gehe? Ja, das Wichtigste für dich eigentlich ist wirklich, dass du weißt, wohin du willst oder was du eigentlich wirklich willst. Ja, sagen wir mal, du willst irgendwie die Karriere, irgendwie den nächsten Karriereschritt schaffen, ja, und du hast quasi die Parameter, an denen du weißt, dass du gemessen wirst, ja, dann kannst du ja schon auch vorher überlegen, okay, wo denke ich, dass ich nochmal besser werden muss, ja. Ich meine, klar gehst du in das Gespräch rein mit deinem Selbstbild, dein Chef hat vielleicht, Chefin hat vielleicht eine andere Wahrnehmung, ja, da gibt es vielleicht eine Gap, ja, dann muss man da eben drüber reden, aber im Prinzip willst du natürlich in dem Gespräch wirklich schaffen, ja, auch die nötigen Ressourcen, Zeit, Geld, den Buy-in von deinem Chef für die Ziele bekommen, die du wirklich erreichen willst. Ja, das heißt, wenn ich jetzt wirklich vom Junior zum Senior oder vom Senior in eine Leadership-Rolle kommen will, dann überlege ich mir eben konkret, okay, was muss ich denn da noch verbessern, verändern? Ja, welche Skills muss ich besser werden? Bei was muss ich operativ besser werden? Und dann eben konkret eben auch, ja, Vorstellungen äußern, wie du das tatsächlich ändern willst. Das heißt also, wichtig ist, dass ich für mich selber halt ein Ziel formulieren kann. Ja. Jetzt wäre natürlich die Frage für mich auch, wie verknüpfe ich das so ein Stück weit auch mit dem Ziel der Firma? Weil ich meine, persönliche Weiterentwicklung ist in der Regel natürlich auch gut fürs Unternehmen. Aber trotz allem, ja, Menschen wechseln auch Jobs, ja, also ich meine, gerade im Produktmanagement, 3 bis 5 Jahre haben die meisten halt irgendwie einen Job woanders. Ja. Das heißt, wie schaffe ich es denn jetzt, auch den Buy-in von Leadership zu bekommen, um besser zu werden? Also wie kann ich das, wie verknüpfe ich das irgendwie mit dem Erfolg des Unternehmens? Ja, es gibt so mehrere Strategien. Das eine ist so ein bisschen das Geben und Nehmen. Mhm. Ja, es gibt vielleicht ein Ziel, was eigentlich sehr wenig auf dich selbst einzahlt, sondern vielmehr auf die Firma. Und das andere ist dann vielleicht ein anderes Ziel, was eben auch mehr dir als Person gibt. Ja. Also da ist es vielleicht so ein Geben und Nehmen. Aber die beste Situation ist eigentlich, wenn du eine Schwäche in der Firma siehst oder in dem, wie ihr arbeitet. Ja, sagen wir mal, ihr habt vielleicht irgendwie die Situation gehabt, dass ihr immer wieder mal Features gebaut habt, die dann am Markt nicht so erfolgreich waren, wie ihr das euch erhofft habt. Ja. Dann gehst du zu deinem Chef, Chefin und sagst, okay, pass auf, ich denke, wir sollten besser in the Product Discovery werden. Ja. Hier ist ein Angebot, keine Ahnung, Teresa Torres, ich fliege nach Los Angeles und mache da einen Workshop mit denen. Ja, dann, ja, Los Angeles kostet vielleicht auch ein bisschen was, ja, aber es zahlt direkt dann eben auch auf meine persönlichen Ziele ein, aber auch auf die Ziele der Firma. Ja, und es muss nicht immer so aufwendig sein. Es kann ja auch sein, ich will mehr Führungsaufgaben übernehmen, ja, ich will mehr als Führungsperson wahrgenommen werden, ja, vielleicht mein Team besser anleiten, ja, dann überlege ich mir, okay, wie kann ich wirklich das Team besser führen? Das sind vielleicht auch kleine Dinge, dass ich sage, okay, keine Ahnung, ich lade sie alle zum Essen ein oder ich mache irgendein Event, wo ich das Team eben näher zusammenbringe. Ja? Oder ich bin derjenige, der einen neuen Mitarbeiter an die Hand nimmt, ja, und ich übernehme dort eine Führungsaufgabe. Also Führung hat ja sehr, sehr viele Facetten. Und da kannst du einfach kreativ sein und sagen, okay, das mache ich jetzt. Ja? Ich will vielleicht Produktmanagement in meine Firma voranbringen. Ja? Sagst, okay, ich organisiere mal ein Meetup, ja, oder ich gehe als Speaker zu einem Meetup, um für ein besonderes Thema
eben rausgestellt, mich zu profilieren, aber eben auch der Firma weiterzuhelfen, ein Thema besser zu verstehen. Ja? So, das ist sicherlich ein bisschen ein Geben und Nehmen. Und es ist wichtig, dass du eben selbst als Person weißt, okay, wo willst du hin? Ja, was ist wirklich dein Ziel? Und wo musst du eben auch in den verschiedenen Dimensionen nochmal besser werden? Mhm. Weil dann ist natürlich auch einfacher, wirklich Ressourcen dafür zu bekommen. Und Ressourcen sind halt wirklich, ich bekomme die Freiheit, Zeit, das zu machen. Ich bekomme vielleicht auch das nötige Geld, das zu machen. Ich bekomme, ja, weiß ich nicht, ein Meetup, Räumlichkeiten, Sonstiges, ja. Es ist nicht immer nur Geld, sondern auch wirklich Zeit, Freiraum, Freizeit, frei kreativ sein, Dinge eben zu machen, auch beispielhaft zu machen, ja. Das heißt, wenn ich das jetzt nochmal, ich versuche das jetzt nochmal irgendwie einmal kurz zusammenzufassen. Hm. Nummer eins hattest du gesagt, du sollst auf jeden Fall verstehen, wie dich deine Firma misst. Klar. Ja, das heißt, wenn es das noch nicht gibt, solltest du halt auf jeden Fall mit Leadership drüber sprechen, wie du denn gemessen werden möchtest oder wie sie auch das messen möchtest, deine persönliche Weiterentwicklung. Dann Nummer zwei ist, wenn du in ein Jahresgespräch gehst, solltest du auf jeden Fall mit einem gewissen Ziel reingehen. Besser werden, bessere Position. Vielleicht ist es auch, ich meine, Jahresgespräch ist ja typischerweise auch, dass man über Gehalt spricht. Ja? Also das heißt, wie kann ich im Endeffekt mehr Wert, das wäre dann Nummer drei, mehr Wert auch fürs Unternehmen schaffen. Und Nummer vier wäre dann im Endeffekt rauszufinden, vielleicht, wie kann ich mich weiterbilden? Mhm. Also ich tue was für mich, suche halt was raus, was mich weiterbringt, was im idealen Fall dann in das Ziel 3, nämlich das Unternehmen voranzubringen, auch einzahlt. Und du hattest gesagt, fünf, man muss halt irgendwie ein bisschen kreativ sein, um da wirklich auch die Lösung zu finden. Aber ich meine, die für einen passt, Die für einen passt, ja. Ja, man muss ja auch so wirklich sagen, so, ich meine, bei jedem steht ja mehr oder weniger Gehalt auch irgendwie in dem Jahresgespräch mit drin, ja. Das Gehalt wird immer mit eurer Kompetenz und mit eurer Verantwortung und mit dem, was ihr an Leistung und Value der Firma bringt, steigen. Ja, also es ist völlig klar, dass ein Junior weniger verdient als ein VP Product. So, und ich würde, glaube ich, nicht so sehr aufs Gehalt schauen, sondern eher auf meine persönliche Entwicklung schauen. Wie komme ich denn aufs nächste Level? Ja, wie werde ich jemand, der wirklich ein Leader ist, ja, wenn ich jetzt in der Rolle bin, wie übernehme ich denn Aufgaben, die mehr Einfluss auf mein Produkt haben? Wie schaffe ich es denn, dass wir wirklich die Features bauen, die erfolgreich sind im Markt? Ja, wenn ich ein Produkt baue, was erfolgreich ist, ja, schaffe ich es dann, mehr Gehalt zu bekommen? Ja, sehr viel wahrscheinlicher, wie wenn mein Produkt irgendwie gerade nicht funktioniert und nicht fliegt, ja. Das heißt, wenn ich das jetzt nochmal in Product Management Terms packe, also dass du besser wirst, ist quasi, oder dass du schaffst, mehr Impact im Produkt zu haben, ist quasi dein Leading Indicator, also deine Leading KPI und dein Gehalt und deine Rolle, die du bekommst und definitiv die Verantwortung, die dir übertragen ist, ist die Lagging KPI. Ja, und es kann halt auch sein, dass da wirklich ein Zeitversatz drin ist. Ja. Aber da musst du erstmal mit deinem Selbstbild und deinem Selbstverständnis irgendwie vorangehen und sagen, so, okay, ich bin jetzt ein Leader. Leadership, ich nehme auch die Aufgaben an und dann wird es dein Umfeld auch irgendwann merken und spüren, so okay. Ja. Perfekt. So, das war eigentlich nur Jahresgespräch. Jetzt war es ganz viel auch persönliche Entwicklung und wie habe ich vielleicht die Möglichkeit, mich auch in meiner Firma ein Stück weit zu positionieren. Mhm. Super spannend. Danke fürs Aufbereiten, Thomas. Ja, und wenn euch das gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Wenn euch das vielleicht auch nicht gefallen hat oder es noch was gefehlt hat, ja, dann packt uns das auch gerne in die Kommentare und subscribt auf jeden Fall unserem Channel. Wir posten hier auf YouTube jeden Dienstag neuen Content für Product Owner und ProduktmanagerInnen. Und that's it. Ciao. Ciao.